Kind 1, 2, I know my number, 22. Nein, insgesamt war ich schon zufrieden heute. Aber ich hatte so das Gefühl, es ist natürlich schwierig. Der Gegner hat nach jetzt Reden im zweiten Spiel, haben wir die ersten 30 Minuten ja, schon sehr, sehr viele Torchancen rausgespielt und auch Tore gemacht, lagen 4-0 in Führung. So. Und dann haben die halt auf 5-4-1 umgestellt, auch wenn es ein Regionalligist ist, haben sich einen eigenen 16er hingestellt. Und dann haben wir zweite Halbzeit so eine Phase, wo wir halt nur nicht erkannt haben, wo es Überzahl. Da hast du nicht mehr viele Mittel. Du musst entweder eine Überzahl irgendwo schaffen, über Räume überladen. Das hatten wir teilweise am Flügel, das haben wir da aber nicht reingespielt. Oder du hast Distanzschüsse oder du flankst. Und Gegenpressing und dann sofort in die Aktion. So mit Tiefe und Schnittstellenbälle ist dann nicht mehr viel, wenn da nur 3 Meter Tiefe noch sind. Und da haben wir aber natürlich dann auch gespielt mit Jungs aus der U23 hinten in der letzten Kette. Und da habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen Hilfe brauchen, die Situation zu erkennen. Haben das dann aber wirklich gut zu Ende gebracht. Am Ende, ich glaube, 7-0 gewonnen. Ist auch absolut in Ordnung, beide Spiele zu null. Fakt ist aber auch, das alles war jetzt nicht wichtig. Heute ist die Vorbereitung vorbei für mich und am nächste Woche beginnt der Wettkampf. Und wir haben eine ordentliche bis gute Vorbereitung gespielt, das kann man schon so sagen, aber es ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, was jetzt kommt. Und heute konnten alle nochmal 90 spielen, ich werde meine Schlüssel ziehen und dann werden wir nächste Woche gegen Jena den Pflichtspielauftakt haben. Es ist schon auffällig durch die gesamte Vorbereitung, dass wir eine Breite an Torschützen haben. Aber halt auch wirklich Spieler haben, die jetzt in der Vorbereitung 5-6 Tore gemacht haben, wie ein Jojo oder ein Davy. Und das ist schon gut für uns, dass wir da Torgefahr ausstrahlen können in der vordersten Linie, was, wenn man ehrlich ist, uns letztes Jahr ja durchaus abging. Oh, it's been amazing. You know, the team helped me straight away from the first day. Everyone helped me settle in right, so I'm enjoying it. Klar, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass wir Teile der Vorbereitung auch so gestaltet haben, dass die Wahrscheinlichkeit da war, dass man nochmal ein Spiel gewinnt. Also ich muss sagen, das überraschendste Spiel war eigentlich für mich im im Trainingslager das Spiel gegen LASK, wo die frisch aus der Europa League kamen, gerade gegen ManU gespielt haben und da haben wir wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht und gewonnen. Aber insgesamt war es mir schon wichtig, dass wir in der Vorbereitung auch wieder ein positives Gefühl sammeln können. Das eine ist der Gedanke, das andere ist dann das Umsetzen und das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Nur nochmal, wie Sie schon richtig sagen, das bringt uns gar nichts für den Saisonstart, sondern jetzt wird es wichtig. I think as a team, I think as a team, you know, we want to have the best season we can have and perform as good as we can. And obviously these games help to get in the rhythm. And yeah, I think there's no personal goal here. I think just as a team, we want to perform. And if the team performs well, you know, I'll do my best to help in any way I can. Ja, er bringt erstmal von der Persönlichkeit her mit einen unglaublichen Lernwillen. Er will dazulernen, er will sich verbessern. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Hat null Star-Allure. Ich meine, er kommt von Man United und kommt hier hin und ist mit allem gut im Sinne von des Umgangs, wissbegierig. Das ist schon mal alles sehr, sehr positiv. Sein Spiel zeichnet natürlich aus, sein Tempo-Dribbling, sein Tempo insgesamt, auch seine gute Boxbesetzung. Heute das zweite Tor, wo man sieht, im zweiten Pfosten, da ist er dann da. Da hat er viel mitgenommen, glaube ich, auch aus der Premier League, wo man dann da zu sein hat. So ein bisschen an den tiefen Läufen müssen wir noch arbeiten, zeigen im Zwischenraum, also Freilauf halten. Insgesamt gerade mit Gegnern im Rücken gibt es noch Potenzial. Gegen den Ball sehr bemüht, auch immer wieder da im Gegenpressing, aber den Moment, wann packe ich dann richtig zu, den findet er manchmal noch nicht. Aber ich meine, es ist noch ein ganz junger Spieler und das ist klar, dass es da noch Potenzial gibt, die wir ausreizen müssen, aber ich glaube schon ein spannender Spieler für uns. I think football is always fun when you play, you know, it's always enjoyable, whether that's games or training. I think you always have to enjoy it, you know, you're privileged to be playing football and stuff like that. So I try to always enjoy and hopefully my teammates do that also. Ja, grundsätzlich will jeder und ich spüre es auch in mir. Ich will jetzt wieder Wettkampf und jetzt reicht's nur. Wir hatten natürlich in der letzten Saison auch eine Überdosis Spannung und Wettkampf bis zum letzten Moment. Deshalb muss ich sagen, wir haben diese 5 Wochen auch sehr, sehr viel Spaß gemacht im neuen Trainerteam. Viele Dinge nebenbei noch besprochen, mit den Athletiktrainern teilweise auch neu waren, Analysten teilweise neu. Aber auch mit der Mannschaft, das tägliche Arbeiten hat unglaublich viel Spaß gemacht. Weil ich glaube, das hat jeder, der heute hier war, gesehen. Hier ist Zug drin. Die ziehen bis zum letzten Moment durch, auch wenn es 5-0 steht jetzt gegen Reden. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber ganz ehrlich, das Salz in der Suppe kommt jetzt. Und klar wird es eine andere Anspannung, wenn du nächste Woche in Jena bist. Aber genau deshalb machen wir das ja. Also ja, schon froh, dass es jetzt wieder um Punkte und Pokalrunden geht.
Ja, wir sind natürlich dieses Jahr und deshalb auch Euphoriebremse, haben wir vorhin drüber geredet, nach einer ordentlichen Vorbereitung. Also wir wissen jetzt schon sehr genau, wo wir herkommen und trotzdem sind wir hungrig. Wir sind hungrig danach, unseren Fußball zu spielen. Wir sind hungrig danach, dass jeder sieht, dass wir in jedem Spiel gewinnen wollen, dass wir nie aufhören. Das sind wichtige Ziele für uns. Aber tabellarisch werden wir uns hüten, da irgendwelche Prognosen abzugeben. What words in German you can say? We get there. Yeah. We get there. I had my first lesson yesterday, so we get there. I can the ein, zwein. I know my number, 22. Yeah. So I know like the basic stuff, and hopefully I can. Dankeschön. Moin.